Herzlich willkommen zurück. Ich bin so erleichtert. Also, wer einen panischen Let's Player sehen will, der hätte in der Pause anwesend sein müssen. Dieses Auge der Monde, ne? Ist dieses schwarze Ding da. Ich habe es gefunden. Ich dachte schon, ich habe es irgendwo verloren liegen lassen. Ich würde nie irgendwelche Dinge irgendwo liegen lassen, vor allem keine Bettrollen. Ja, wir haben es gefunden. Also ich habe es gefunden. Hab ganz viele Nerven gelassen. Wir haben es. So, aber bevor wir das jetzt benutzen, werden wir uns nochmal zurückporten. Denn wir haben ja hoch und heilig versprochen, dass wir dem Alagna sein Buch zurückgeben. Er hat uns ja auch so ein bisschen gedroht und deswegen sollten wir das ernst nehmen. Und man sollte im Thronsaal sich nicht bewegen, wenn man noch was sagen möchte. Also, wir bewegen uns jetzt. So, also zurück nach New Magincia. Und dann geben wir jetzt erstmal das Buch zurück. Und danach werden wir das mit diesem Auge des Mondes mal austesten. Mir ist noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Aber wir sollen uns irgendwie nach Nordwesten benutzen. Die Himmelsrichtung werde ich finden. Aber wie das jetzt genau funktioniert und vor allen Dingen, was da wann passieren soll, ich habe keine Ahnung. Da müssen wir uns überraschen lassen. Aber es war ja irgendwas mit einem Schrein der Spiritualität, dass der Herr der Zeit dort gefangen wurde. Vielleicht werden wir dann teleportiert. Irgendwohin. Keine Ahnung. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, wieder fleißig durchs Portal. Einmal, zweimal. Hi, wer bist denn du? War schön, dich gekannt zu haben. War wahrscheinlich ein Mönch. So, wir sind beim Meinok. Da wollten wir nicht hin. Wir sind irgendwo anders. Wir sind auf New Magincia, nicht durchs Portal laufen. Dankeschön. Und dann nochmal schnurstracks nach Norden. Also wenn ich irgendjemandem was leihe, werde ich auch so drohen wie Alagna. Das klappt ganz gut. Wir werden direkt sein Buch zurückbringen. Nicht, dass irgendwas mit uns passiert. Das will keiner. So, lauft, 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 lauft. Dann bringen wir das schnell hinter uns und dann wenden wir uns wichtigeren Dingen zu. So, vorbei an seinem Lagerhaus. Zu seinem Wohngebäude. Hallo. Vielen Dank für das Notizbuch, Avatar. Es war sehr aufschlussreich. So hat das Irrlicht gepetzt. Ich meine, man hat uns darauf hingewiesen, dass die nicht unbedingt parteiisch sind. Okay. Wir sehen eine Leiche und da hinten sagt jemand, dass er Hunger hat. Das finde ich auch klasse. Genau. Wir sehen eine Leiche und wir haben Hunger. Ist total logisch. Okay, also hat der Guardian definitiv irgendwas. Ja, geht mal von der Leiche runter, Leute. Irgendwas mit diesen Morden zu tun. Es wurde ja schon angedeutet, dass Elisabeth und Abraham eventuell seine Diener sein könnten. So, haben wir jetzt Leichenschmaus genug? Gut, wir haben Leichenschmaus hinter uns gebracht. In den Kisten war, glaube ich, nichts, was wir haben möchten. Nein, gut, dann schnell wieder weg hier. Nicht, dass wir vielleicht die Mörder sein sollten oder so. Und dann packen wir die Kugel der Monde aus. So, wir sollen das nach Nordwesten benutzen. Ja, kann man irgendwie benutzen. Oh, hi.
Zeitbarriere. Du erblickst eine vertraute, doch einschüchternde Gestalt. Sie ist in eine Art zylindrischen Behälter eingeschlossen. Er sieht dich durchdringend an. Es sind viele Jahre vergangen, seit wir uns während der Zeit des Exodus kennengelernt haben. Ich habe schon seit einiger Zeit das tiefe Verlangen gehabt, euch wiederzusehen. Also Exodus, hatten wir schon mal festgestellt, war Ultima Teil 3. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Also wir haben ihn wahrscheinlich da mal kennengelernt. Eure Ankunft hier hätte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen können. Ich konnte keine Zeit damit verschwenden, auf euch zu warten. Britannia befindet sich in großer Gefahr und braucht eure Hilfe. Auch ich brauche eure Hilfe. Das gesamte Universum benötigt eure Hilfe. Nur kein Druck aufbauen. Man kennt mich als den Herrn der Zeit. Ich sorge dafür, dass die Zeit fließt. Er zuckt mit seinen Schultern, bittet mich jedoch nicht darum, es zu erklären. Das geht über das Vorstellungsvermögen eines normalen Sterblichen hinaus. Der Avatar ist kein normaler Sterblicher, er ist die Verkörperung der Tugenden. Aber ja. Ankunft hier. Ich war es, der euch die rote Mondpforte gesandt hat, um nach Britannia zu gelangen. Es hat mich meine ganze Kraft gekostet, dennoch ist etwas falsch gelaufen. Ihr seid entgegen meiner Absicht Intrinsic angekommen. Dadurch brauchtet ihr viel länger, um mich aufzusuchen. Seit eurer Ankunft in Britannia war es mir nur durch die Irrlichter möglich, mit euch Kontakt aufzunehmen. Nachdem ich mich von den Anstrengungen, die rote Pforte zu senden, erholt hatte, gelang es mir, ein einziges Mondauge instand zu setzen, um euch zu mir zu führen. Ich kann mich nicht frei durch Zeit und Raum bewegen, um meinen Aufgaben nachzugehen, denn ich bin hier gefangen. Ja gut, das Mondauge hatten wir ja von Lord Prittich ganz am Anfang bekommen. Und sowas kann dann auch schon mal verloren gehen, aber es ging ja nochmal gut. So, ihr Lichter. Merkwürdige, fast entrückte Wesen. Doch sie haben sich in der Vergangenheit als gute Boten erwiesen. Und als Petzen. Krise. Das Land wird von einem bösartigen und mächtigen Wesen aus einer anderen Dimension bedroht. Und nur ihr könnt ihn aufhalten. Ich bin hier durch Zauberei des Wächters gefangen. Der Wächter hat eine Falte in das Raum-Zeit-Kontinuum geschlagen. Er schuf einen leistungsstarken Generator, der die Mondpforten und auch euer Mondauge außer Funktion gesetzt hat. Ihr müsst mich befreien, damit wir den Wächter gemeinsam bekämpfen können. Das Schicksal aller Bürger hängt davon ab. Nehmt ihr diese Herausforderung an? Das sind immer so Momente in Spielen, wo ich mich frage, was würde passieren, wenn ich jetzt Nein sage? Aber ich traue mich nicht. Nicht, dass es dann heißt, ja, Game Over, danke fürs Spielen. Wir sehen uns dann Ultima 8. Das wäre jetzt ein bisschen dumm. Nein, wir sagen ja. Dann habe ich einen Auftrag für euch. Ich wusste, dass ihr mich nicht im Stich lassen würdet. Begebt euch in das Gebiet des Schlangenrückens. Sucht nordwestlich von Britain nach dem Eingang zu einem Verlies. Ich glaube, man nennt es Dungeon Shame. Nordwesten Dungeon Shame. Ich weiß, dass ich da in Ultima 9 auch mal drin war. Aber ich habe keine Ahnung, wo der gelegen hatte. Okay, Nordwesten. Das Verlies der Schande. Das wird euch zu dem Generator führen, der Schuld an diesen Schwierigkeiten hat. Wenn meine Ahnung zutrifft, wird er einer großen Kugel gleichen. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu zerstören. Möglicherweise ist ein Verteidigungsmechanismus eingebaut. Solltet ihr nicht in der Lage sein, ihn zu überwinden, dann kehrt zu mir zurück. Wenn ihr mir den Mechanismus genau beschreiben könnt, kann ich euch bestimmt weiterhelfen. Es mag weise sein, die Zaubersprüche markieren und zurückversetzen anzuwenden, um euch die Mühe, das Labyrinth zu durchqueren, zu ersparen, falls ihr erneut dorthin reisen müsst. Stimmt, das ist so eine Art Lloyd's Beacon, würde man es halt in Might and Magic nennen, dass man dann auf einen Stein dann einen Zauber spricht, also den markieren, und dann kann man sich da wieder zurückversetzen. Aber ich weiß nicht, was dann so ein Stein ist. Muss man da einfach irgendwo einen Stein vom Feld nehmen oder so? Das müssen wir dann eventuell mal noch rausfinden. Gut. Kugel. Sie ist ein magischer Generator, den der Wächter irgendwie aus seiner Welt hierher gesandt hat.
Der Generator hat die Aufgabe, die Mondpforte außer Betrieb zu setzen. Ihr müsst den äußeren Schutzwall durchbrechen, um zum Kern zu gelangen und in ihren Inneren die kleine Kugel dort an euch nehmen. Behaltet sie, denn sie wird euch später nützlich sein. Also Kugel kaputt machen und wir brauchen noch die beiden Zaubersprüche. Leb wohl, Avatar, ich wünsche euch viel Glück. Ja, dann bis bald. Wo sind wir jetzt? Wir sind auf Moonglow. Gut. Die Seherin hat uns ja auch mal gesagt, wir sollen nach Moonglow gehen und da zum Observatorium. Dann suchen wir das jetzt mal, weil ich habe noch keine Ahnung, wie wir diesen Zauber da benutzen sollen. Da würde ich dann eine Pause mal ein bisschen rumexperimentieren. Je nachdem, wie schnell wir jetzt hier das Observatorium finden. Weiß es jetzt schlau? Ich weiß, ich bin mir gerade unsicher, was jetzt das Beste wäre. Nee, wir sollten zuerst mal das tun, was wir tun sollen. Vielleicht führt uns die Geschichte später nochmal hierher. Ich springe ungern zwischen Stories hin und her. So, wir gehen zu Nüstol und ich schau mal nach den Zaubern. 1, 2, 3. Mann. Kaum verhaspelt man sich einmal, stürzt das Spiel ab. Also, verhaspeln sein lassen während Let's Plays. Wieder was gelernt. Aber ich habe auch noch mal ganz viel im Handbuch recherchiert und bin in der Weltgeschichte rumgelaufen. Habe Dinge organisiert, also ich war nicht untätig. Und im Handbuch steht, dass man den Markieren-Zauber, den der Herr der Zeit uns empfohlen hat, mit in den Dungeon zu nehmen, dass das 8-farbige Steine sind. Da musste ich eine ganze Weile drüber nachdenken, bis mir wieder eingefallen ist, dass wir hier im Museum waren und diese schönen 8 bunten Steinchen gesehen haben. Und ich habe auch mal hier mit der lieben Candice geredet und das Gespräch hatten wir wahrscheinlich so weit nicht geführt, weil man immer denkt, ja, man will die Leute ja nicht so langweilen und mit zu viel Text lesen und so weiter. Und da gibt es Folgendes. Über die Reliquienausstellung, über den Avatar, also diesen Bereich. Ihr müsstet sie eigentlich wiedererkennen. Sie sind angeblich authentisch. Dinge wie das Silberhorn und die 8 Steine. Soweit ich weiß, wurden die Steine zur Teleportation benutzt. Wenn die Magier heutzutage nicht durchgedreht wären, könnten sie die Zauberformel wie Zurückrufung anwenden. Ich glaube, wenn man einen Stein durch eine andere Zauberformel markiert, kann man den Zielort der Teleportation abändern. Doch anscheinend funktioniert dies ja alles nicht mehr. Und jetzt kommt YOLO. YOLO flüstert ihr zu. Avatar, ihr wisst, dass ich Diebstahl abscheulich finde. Doch diese Steine können von uns großen Nutzen sein. Vielleicht sollten wir später wiederkommen, wenn das Museum geschlossen ist. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Genau genommen seid ihr ohnehin der rechtmäßige Besitzer dieser Gegenstände. Also wenn YOLO das sagt, uns zum Diebstahl anstiftet, dann sollten wir das tun. Gut. YOLO möchte die Steine klauen. YOLO möchte die Steine klauen. Liebster YOLO, irgendjemand von euch müsste mein Bettchen im Inventar haben. Sehr schön. Ihr wolltet bestimmt schon immer mal eine Nacht im Museum verbringen. Wohl eigentlich will man ja eher mal in so einem Möbelkaufhaus schlafen, aber ja. Wir schlafen jetzt im Museum, bis hier tote Hose ist. Dann nehmen wir die Steine mit. Und wenn uns dann die Wachen einkerkern oder töten oder was auch immer, dann war YOLO schuld. So, es ist immer noch hell, oder? Ja, also hell ist definitiv noch. Aber ich sehe gerade Candice nicht. Machen wir mal alle Schotten dicht. Irgendwas wummert hier so ein bisschen. Aber nie beim hellen Museum ausrauben geht eigentlich gar nicht. Schlafen wir mal noch 3 Stunden.
und warten und warten und warten. Avatar, schlaf mal ein bisschen schneller. Ja, jetzt ist dunkel. So, erste Handlung ist Bettchen einpacken. Und dann... Ich trau mich nicht. Aber wir speichern mal kurz ab. Solche Diebstähle gehen noch viel zu oft schief. Aber sieht gut aus. Ist genauso wie Yolo gesagt hat, ist es im Grunde ist es ja unser Besitz. Aber Tavi, lass nur die Steine fallen. Was ist mit dir los? Ist wie versperrt. Dann da. So, jetzt haben wir die Steine taktisch in der Gruppe verteilt. Ich habe auch die Zaubersprüche dazu gekauft, die man braucht. Und zwar sind diese Zaubersprüche im vierten Zirkel zu finden. Ich habe auch noch andere Zaubersprüche gekauft, denn für diese Zaubersprüche musste ich zu Nikodemus bei der Abtei der Empathie. Denn unser guter zerstreuter Nysthul hatte diese Zaubersprüche nicht. Und zwar haben wir hier einmal markieren und einmal zurückrufen. Und das können wir 16 Mal aussprechen. Das sollte für den Anfang reichen. So. Dann hätten wir das geschafft. Also haben wir jetzt alles, was der Herr der Zeit uns empfohlen hat. Und dann hat er ja von den, ich glaube, Silberrückenbergen heißen die. Die gibt es auf der Karte. Und dort im, ich glaube, Nordwesten hat er gesagt, Dungeon Shame. Da sollen wir jetzt hin. So, wir haben noch Essen, wir haben Reagenzien, wir sind alle voll geheilt. Also sollten wir uns jetzt mal nach Nordwesten auf den Weg machen. Und mal schauen, wo wir da den Dungeon finden. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass der Guardian uns mal wieder sagen wird, da sollen wir nicht reingehen. Bloß nicht. Und dann sind wir genau richtig. Wenn der Guardian das sagt, passt das. So, jetzt sind wir im Westen und dann gehen wir mal noch nach Norden an den Bergen vorbei. Ja, schön weiter nach Nordwesten. Da schauen wir auf die Karte. Ja, Nordwesten von Britain müsste dann hier irgendwo sein. Wir sind schon verdammt weit gelaufen. Jetzt sind wir, glaube ich, fast wieder in Yu. Nee, da ist auch nichts. Ich glaube, jetzt sind wir schon eher Norden als Nordwesten. Also es war bei Ultima 9 war das besser. Da hat man wirklich auf der Karte gesehen, wo die Dungeon-Eingänge sind. Und ja. Ja, wir sind jetzt ziemlich weit gelaufen. Genau, das weiß man nicht. Wir machen hier mal eine Runde um den Berg. Und wenn es da nicht ist, und dann gehen wir oben nochmal um den anderen Berg darum. Müssen wir jetzt mal ein bisschen Sightseeing-Tour machen. Ja. So, Herrschaften haben nur Essen im Kopf. Wir haben noch mehr als genug dabei. Können alle sich mal satt essen. Lecker Zeugs. Und weiter geht's. Oh, hier ist Wasser. Können wir uns hier vorbeidrücken? Ja, können wir, aber Karte schauen. Ja gut, das wäre ja auch noch irgendwie... Nordwesten, diese Bucht da. Ich schau mal, wie weit wir da kommen. Machen wir noch ein bisschen Erkundung. Vielleicht finden wir noch
irgendwas Tolles. Einmal um See rum joggen. Ist doch auch was Schönes. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinlaufen. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel möchte. Da werden Erinnerungen wach. Oh, stimmt, irgendjemand hat doch gesagt, dass an einem See der magische Teppich verloren ging. Shame, Verlies der Schande. Hallo Ratte. Zuerst die Ratte. Oder Ratten. Das ist toll. Alle bitte einsteigen. Alle bitte anschnallen. Boah, wir heben ab. Ja, das Fluggefühl ist ein bisschen seltsam. Die tote Ratte, die da so an uns klebt, macht so ein bisschen den Eindruck kaputt. Aber wir haben den Teppich gefunden. Irgendwie kann ich damit nur rechts und links. Nee, so. Ja, ist ein bisschen störrig, das Ding. Aber ja. Und wir haben den Dungeon Shame gefunden. Was? Ich glaube nicht, dass wir hier landen können. Ah je. Man parke einen Teppich. Das Ding ist ein bisschen schwer zu manövrieren. Ich glaube nicht, dass wir hier landen können. Jungs, jetzt mach's nicht komplizierter, als es ist. Gut, dann fliegen wir halt mit dem Ding einfach inklusive Ratte irgendwo anders hin. Hier muss es doch irgendwo einen Parkplatz für Teppiche geben. Können wir unseren Teppich... Ah, es ist schwierig. Hier parken? Ja, können wir. Wir haben einen fliegenden Teppich. Sehr schön. Ja, wir gehen da jetzt wieder zu Fuß rein. Dann haben wir jetzt ja alles gefunden, was wir haben wollten. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass hier wirklich noch irgendwas ist. Ich wollte einfach nur einmal das Gebirge ablaufen und dann nachher um das andere Gebirge rum. Cool. Zwei Zufälle auf einmal. Gut. Dungeon Shame. Und ist da drin dunkel? Nein, da drin ist nicht dunkel. Sehr schön. Dann gehen wir mal schauen. C drücken. Attacke auf die Ratten. Ratten tot. So, so arg viele Dungeons haben wir hier ja bisher noch nicht besucht. Huch. Hoppla. Was bist denn du? Schießt du wieder? Ja, er schießt wieder. Wenn das eine Falle ist, habe ich, glaube ich, einen Zauber eingepackt. Falle aufdecken. Ich glaube, ich hatte auch Falle zerstören. Geht das? Ein Jux. Das war ein... War es ein Jux oder... Ach, das hat funktioniert. Zumindest für eine Seite. Irgendjemand hat es ein bisschen angesenkt. Das muss man auch nicht verstehen. Also ist der Zauber eher ein Jux, als dass er wirklich sinnvoll ist. Ich suche dein Gepäck, denn du hast erfahrungsgemäß eine Fackel im Gepäck. Ins Händchen nehmen. Spark ist unser Lichtträger. Und Finger auf der C-Taste und weiterlaufen. Also das mit dem Falle zerstören, irgendwie hat es funktioniert, aber irgendwie auch nicht so richtig. Hi. Wer bist du? Freund oder Feind? Ja, Höhle wird er wohl kaum heißen. Du erblickst einen Mönch, der ziellos umherzuwandern scheint.
Ach so, die von Yu hatten uns ja erzählt, dass diverse Mönche auf Wanderschaft gegangen sind und den Heimweg nicht mehr gefunden haben. Nenn mich Bruder Wayne, my Lord. Kann sein, dass er einer von denen war. Mein Beruf? Naja, ich habe eigentlich im Augenblick keinen Beruf. Er sieht beschämt zu Boden. Ja, ich habe mich verirrt, my Lord. Ich lebe in der Abtei, das südlich von hier liegt oder nördlich. Vielleicht nordwestlich. Ja, ich glaube nordwestlich passt. Er sieht unsicher zum Himmel auf. Südöstlich? Nein, nicht südöstlich. Hast du dich verirrt? Ich bin mir sicher, dass ich bald den Weg finden werde. Er errötet. Ich muss mich nur orientieren, das ist alles, sagt er mit wenig überzeugter Stimme. Ich bin ein Mönch vom Orden der Rose. Ich betreibe zusammen mit einem Bruder namens Taylor Forschung auf dem Gebiet der Geographie, Flora und Fauna. Ja, Taylor haben wir kennengelernt. Ja, es gibt viele wunderbare Pflanzen, das ist recht. Ja, sie haben sich eine Weile nicht mehr gesehen. Ich glaube, den lassen wir jetzt einfach hier irgendwo rumlaufen. Oder ist auch eine Sackgasse? Ja, junger Mann, dann komm einfach mit. Wir gehen noch mal am Ausgang vorbei. Oder ziemlich in der Nähe davon und dann. Nee, er kommt nicht mit. Gut. Dann bleib, wo der Pfeffer wächst. Ist jetzt nicht unser Problem. Und wir gehen mal der Falle aus dem Weg. Irgendwie funktioniert das nicht wirklich. Ja, der Herr der Zeit hat von einem Labyrinth gesprochen. Ich verstehe jetzt, was er gemeint hat. Immer im Kreis herum. Ich kann Runen lesen. Da ist Wasser, aber wieso immer im Kreis herum? Oh, was sehen meine Äuglein? Oh, Blitzpeitsche und Schwert der Verteidigung und Spiegel und haben wir einen Schlüssel? Nein, wir haben keinen Schlüssel. Schloss knacken. Ja, funktioniert nicht. Aus der Traum. Wir müssen irgendwo einen Schlüssel finden. Irgendwo. Da ist ein Spiegel kaputt. Das gibt Pech. Oh, das Schwert müssen wir haben. Oh, ja, da müssen wir rein. Definitiv. Und wir müssen definitiv in die Pause. Bis gleich.